Ah, schön. Da. Ist schon richtig angeklickt, okay. Das fand ich jetzt lustig. Und da gucke ich aber erst. Sieht nicht so aus, als wenn da jemand ist. Das sagt mein Radar. Radar sagt... Alles klar. Okidoki. Jetzt rein. Hier draußen noch irgendwas. Ja gut. Ah, das sind tatsächlich so kleine Münzen. Münzen. Mit I. Münzen. Okay, ich übertreibe wieder mit Speichern. Habe ich eigentlich alles auf der Leiste? Immunität? Das könnte ich mir auch noch mit hier drauflegen. Einigkeit. Oh. Einigkeit können wir da hinpacken. Schütze. Schütze. Gut, auf geht's. Schalten Sie die Terroristen aus, aber seien Sie umsichtig bei der Wahl Ihrer Ziele. Die Zivilisten sind von der Droge so weggetreten, dass sie geradewegs ins Feuergefecht hineinlaufen. Och Gottchen. Oh, nur das. Da ist es wohl besser, wenn wir schnippern. Mit dem Schnippergerät. Würde ich sagen. Okay, Energiegewebe, da haben wir ja das Energiegewebe wieder. Ich glaube, das wird so im Level aufgeteilt. Und dann, in den einzelnen Schränken gepackt. Was war das jetzt? Okay, das waren Wissenschaftler. Versuchen wir es mal auf die harmlose Tour. Ach nö, nicht los, los, los. Okay. Ich brauch mal eben. Los, stirb. Okay. Auch können wir. Hopp. Forscher getötet 2. Ja. Der kommt von da irgendwo. Okay, der ist weg. 2 Forscher getötet. Oje, oje. Das ist eigentlich schon einer zu viel. 2, meine ich. Naja, leben ja noch ein paar. Wie viele Feinde leben noch? Einer, wenn ich das richtig sehe. Sie haben die Einrichtung geräumt und unter Kontrolle gebracht. Die Zivilverluste waren akzeptabel. Die Evolution der Menschheit also. Diese Biotika schienen sich nicht von den übrigen Verbrechern zu unterscheiden. Ja, das stimmt. Naja, gut. Hallo. Sie kommen zu Ihnen, wenn Sie sie ansehen. Sie müssen wegsehen. Weitergehen, dann können Sie Ihren Mund nicht stehlen. Was? Ist klar. Haben wir Brandmunition?
Sie können meinen Mund nicht stehlen. Nee, ist schon richtig. Können die nicht, das geht dann nicht. Ach, du warst das. Ich dachte, da hinten wäre noch was. Ah, hier haben wir noch eine Box. Living in the Box. Ob ich das nochmal hinkriege mit den richtigen Drehen, so rechts, links? Ne? Ich glaube nicht. Da haben wir noch ein paar Waffen drin gehabt. Moin. Ich könnte das jetzt wiederholen, damit ich denn mehr rette, aber... Mehr Rettich gibt's hier nicht. Hier noch irgendwas? So, ein Wissenschaftler. Sie sind in meinem ja? Kopf. Sie alle. Ja? Und Sie haben nee. Messer. Echt? Wow. Sie haben Messer. Oh. Gibt's ja nicht. Sie haben Messer. Na gut. Haben wir das auch? Und dann können wir auch schon weiter. Lassen wir mal hier die ganzen verrückten Wissenschaftler alleine, die sowieso auf Droge sind. Ich meine, wir können hier nochmal anquatschen. Wenn wir noch ein paar sehen, die wir übergelassen haben. Blasen! Blasen! Aber wenn ich sie berühre, zerplatze ich! Alles dreht sich! Okay. Ja. Wenn sie die berührt, dann zerplatzt sie. Hm. Ja, so geht mir das auch manchmal. Ja. Okay, Gebäude verlassen. Raus hier. Haben wir diesen Planeten erfolgreich gerettet. Auf zur Normandie. Da haben wir noch einen Planeten jetzt. Wenn ich mich recht erinnere. Das ist eine Aufgabe. Genau hier die Roboter. Hackett Bericht erstatten. Kehren Sie zurück, bla bla. Okay. Cerberus. Yangtze System des Voyager Cluster. Voyager Cluster. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Gute Arbeit, Commander. Sie haben die Biotika mit minimalem Kollateralschaden ausgeschaltet. Das war meine Schuld. Ich habe heute Unschuldige getötet, Admiral. Die Biotika haben es angezettelt, aber ich habe den Abzug gedrückt. Die Biotika hatten jeden Vorteil, darunter auch menschliche Schilde. Sie haben eine Handvoll Zivilisten verloren. Jede andere Einheit hätte Dutzende Unschuldige abschreiben müssen. Sie haben eine Menge Leben gerettet, Commander. Fünfte Flotte Ende. Ich fühle mich jetzt nicht besser. Das ist so schrecklich. Wo wollten wir hin? Voyager Cluster war das, ne? Voyager. Wo ist denn der Voyager Cluster? Auf zu dem Voyager Cluster. Da war Armstrong. Citadel. Hey? Da. Und dann... Yangtze. 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 Okay. Wie? Kommt mir das bekannt vor? Waren wir hier schon mal? Der Alrumtar ist ein kleiner felsiger terrestrischer Planet mit Spuren von Stickstoff und Krypton in der Atmosphäre. Proteanische Datentest entdeckt. Sie haben ein schwaches Signal von einer abgewandten Seite des Planeten Alrumtar empfangen. Joker konnte die Normandie in die Position bringen, dass das Bergungssystem, Team eine kleine im Orbit gefangene Rettungskapsel bergen konnte. In der Kapsel befand sich eine alte torianische Leiche, ein paar persönliche Dinge und ein proteanischer Datendisk. Renzato. Renzato ist ein heißer Jupiter mit Spuren von Schwefel in seiner
Wasserstoff-Helium-Atmosphäre, der sich in naher Umlaufbahn befindet. Okay. Bintu. Da müssen wir hin. Drigir. Drigir ist eine kleine, karge Felswelt mit Spuren von Krypton und Xenon in der Atmosphäre. Ja, ich weiß, das heißt Xenon, Entschuldigung. 34 Erdstunden. Leichtmetallvorkommen entdeckt. Mittels Orbit-Scans haben sie ein großes Vorkommen von Beryllium entdeckt. Okay, dann haben wir hinten noch Pata. Was? Patiari. Patiari? Besitzt eine dünne Atmosphäre aus Neon und Chlor. Seltsames Element entdeckt. Mittels Orbit-Scans haben sie ein großes Vorkommen von Thorium entdeckt. Thorium. Gut. Sonst haben wir hier nichts mehr. Okay. Bintu. Mein Freund. Bintu besitzt eine Atmosphäre aus Kohlendioxid, in der ein ständig toxischer Chlordunst sowie Schwefeldioxidwolken gibt, aus denen sich regelmäßige heftige Schauer sauren Regens auf der Oberfläche ergießen. Orbitalperiode 5 Erdjahre. Tageslänge 53,2 Stunden. Gott, damit sehr lange erhalten bleiben wir. Jo, kommen Sie mal mit. Der Herr und die Dame. Und dann. So, wo geht's denn hin? Forschungseinrichtung, Forschungseinrichtung. Gut, dann fangen wir da an. Und dann, würde ich sagen, im Uhrzeigersinn. Was ist das da hinter uns? Was war das? Oh, das nehmen wir natürlich mit. Schon was entdecken. Ich weiß zwar nicht, ob das wichtig ist, dass wir das mitnehmen oder nicht. Aber da wir es ja sowieso schon tausendmal gemacht haben, können wir es jetzt hier auch hier machen. Können wir das jetzt hier auch machen? Mann. Jo. Und wir haben gefunden, Schwermetallvorkommen. Die haben ein großes Palladium-Vorkommen entdeckt. Gut, gut. Einmal wenden und zurück. Hui. Oh, da hinten. Ein schicker Planet im Hintergrund. Zum seinem Mond. Schick, schick. Tja, ich bin ja mal gleich gespannt, wenn wir die Hauptmission weitermachen. Wie es weitergeht. Auf der Suche nach der Röhre. Ob wir das da alles so hinbekommen, wie wir uns das denken. Was haben wir denn da? Oh oh. Schießen die auf uns? Ja, glaub schon. Was? Schießen die auf uns? Ich hab nichts getan, du blöder Turm. Gut. Unglaublich. Unglaublich. So geht das nicht. Das geht doch nicht. Das wollen wir nicht. Ich speichere jetzt besser. Und zieh die Waffe. Okay, hier ist wieder leer. Haben wir hier irgendwas? Nö. Ein Spind. Suchen wir mal fremde Spinde. Was haben wir denn da? Pistole, Pistole, Schrotflinte. Mhm. Ja, ich glaube, bis auf Ausrüstung können wir auch gar nichts mehr aufrüsten. Oh.
Das sind Arachni. Warum? Diagnosesystem. Gar nicht aufmachen sollen. Mensch, bleib doch mal stehen, du Vogel. Nein. Komm schon. Komm schon. Da ist noch einer. Sie haben die Bedrohung in der Einrichtung ausgeschaltet. Untersuchen Sie jetzt eins der anderen nahegelegenen Labore. Okay. Aber hätte ich die jetzt öffnen sollen oder nicht? Ich meine, das wird die Rahni-Mutter nicht erfreuen. Offenbar hat Cerberus noch weitere Basen auf dieser Welt, Commander. Ja. Das ist korrekt. Deswegen werden wir da jetzt hingehen. Cerberus. Was auch immer das für ein Verein ist. Ich will's gar nicht wissen. Aber wenn die mit Rachni rumexperimentieren. Ja, der Witzke. Da kannst du halt ja auch nur noch wünschen. Herzlichen Glückwunsch. Obwohl, wir haben ja die eine Königin gerettet. Na, wer weiß, wie sich das auswirkt. Speichern? Okay. Dann mal zum Trümmerfeld. 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 Tridra Trümmerfeld.